Mein Name ist André Kramer. Ich bin UFO-Forscher, Mitglied in der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, aber treibe mich auch in weiteren Teilen der Anomalistik-Szene herum, unter anderem im Netzwerk für Kryptozoologie. Bin seit vielen Jahren aktiv in verschiedenen Bereichen und bin hier heute mit meinem guten Kollegen Natale Guido Cincinnati. Ich bin ebenfalls Mitglied in der GEP. Ich glaube, wir sind fast in den gleichen Vereinen, obwohl MOVE von CES. Da bist du nicht, da bin ich auch. GEP schon seit 20 Jahren, das Netzwerk für Kryptozoologie, das seine Vorläufer bis in das Jahr 1999 hat. Und ja, mit dem André zusammen, Herausgeber des Jahrbuchs für Kryptozoologie unter anderem. Und wie man sich so umtreibt in verschiedensten Themenfeldern, was unserem Thema ja so eigen ist, dass man mal hier und da hineinschaut. Bei mir ist es aber auch vorzugsweise die UFO-Thematik, insbesondere so in ihrem kulturellen, ja, kulturellen Kontext und die Kryptozoologie. Und dann noch das, was wir gerne als die Bereiche der High Strangeness bezeichnen, also die jetzt etwas mühselig zu definieren wären. Genau, und heute widmen wir uns weder den UFOs noch der Kryptozoologie, sondern einem ja, ganz faszinierenden Fall oder eine Reihe von Fällen, die Anfang der 50er Jahre in Mitteldeutschland stattfand und bei denen es zu einer Reihe von ja, bizarren Phantomangriffen auf die Bevölkerung kam. Eine Reihe von Fällen, die bislang so gut wie überhaupt nicht aufgearbeitet ist, die kaum Einschlag in irgendeine Literatur gefunden hat. Und wo wir vor Ort in Gera seinerzeit erste Feldforschungen unternommen haben und uns mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen diese Ereignisse ja, getroffen und unterhalten haben. Genau, und zwar geht es um die sogenannten Hüpfemänner, auch Spiralhopser genannt, Huppmännle. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen für diese merkwürdigen Geschöpfe. Und ja, die haben auch einen Vorläufer, mit dem würde ich mal beginnen. Genau. Genau, ein historischer Vorläufer. Und zwar machen wir jetzt einen Sprung ins viktorianische England. Im Jahr 1837 kamen erste Gerüchte auf über einen merkwürdigen Unhold, schwarz gekleidet mit Unhang, der Menschen attackiert in dunklen Gassen und sich mit riesigen Sprüngen fortbewegt haben soll. Der ist heute unter dem Begriff Spring-Heeled Jack bekannt. Und ja, die erste aktenkundige, konkrete Fall fand am 18. Februar 1838 statt. Die damals 18-jährige Lucy Scale war mit ihrer Schwester auf dem Heimweg zur späteren Abendstunde. Sie hatte ihren Bruder besucht und als sie dann in eine Gasse einbog, wurde sie aus dem Schatten heraus angesprungen von einer Gestalt mit dunklem Umhang, der ihr dann blaue Flammen ins Gesicht spuckte. Sie schrie laut, ihre Schwester kam dazu, die auch schrie. Der Bruder, der noch in der Nähe war, hörte das, kam herbeigerannt und dieser Unhold, diese Phantomgestalt sprang, wie auch andere Zeuginnen bestätigten, mit einem Satz auf ein Dach herauf und verschwand. Und infolge dieses Ereignisses ja, überschlugen sich derartige Fälle in ganz London. Der Terror von London werden diese Ereignisse auch genannt, Spring-Heeled Jack. Gekleidet oftmals in einem schwarzen Umhang mit einem phosphorisierenden Skelett auf der Brust, mit einer Maske verkleidet, soll mit riesigen Sprüngen und Sprungfedern unter den Füßen ja, dort gewütet haben und immer wieder Menschen angefallen haben. Er wurde nie gefasst. In einer zweiten Variante dieses Typus sieht er aus wie eine Art Gespenst, ist weiß gekleidet mit einem weißen Umhang. Und naja, es blieb nicht bei London, sondern 1918, in den Revolutionsjahren in St. Petersburg, tauchte dort eine solche Gestalt auf, weiß gekleidet, mit riesigen Sprüngen und überfiel des Nachts die Menschen. Dazu haben wir relativ wenig Literatur, beziehungsweise die Sprachbarriere behindert da eine weitere Recherche. Aber jetzt sind wir im Jahr 1941 in Tschechien, in Prag. Und auch hier tauchte plötzlich eine solche Gestalt auf, Pirak genannt, der Mann mit den Sprungfederfüßen, der Frauen überfiel, des Nachts Menschen überfiel, der dann im Laufe der 40er Jahre plötzlich seinen Habitus änderte in den Erzählungen der Menschen. Also plötzlich wurde er zu einer Art Nazi-bekämpfendem Superhelden stilisiert, aber die tatsächlichen Ursprünge sind ein Unhold, der mit wahnhaften Sprüngen, unmenschlichen Sprüngen fliehen konnte, nie gefasst wurde, Menschen überfiel.
Außerdem gab es 2001 eine vergleichbare Welle in Neu-Delhi, die sogenannte Affenmensch-Hysterie. 2001, ab Mai, berichteten Dutzende und Aberdutzende von Menschen, sie wären überfallen worden von einer Art Affenmensch, der oftmals einen Polizeihelm trug, Sprungfedern über den Füßen hatte und sich mit riesigen Sprüngen fortbewegen konnte. Menschen zerkratzte mit metallenen Klauen. Das ist ein Narrativ, das wir auch kennen, zum Beispiel von Spring Heel Jack, aber auch ein Element ist, das wir wiederfinden bei den Hüpfemännern. Genau. Und dann sind wir auch schon im Anfang der 50er Jahre in Mitteldeutschland. Ganz genau. Die Hüpfemänner, die stehen, wenn man jetzt von einer Tradition sprechen möchte, tatsächlich genau in dieser, dass die nämlich sich auch so dargestellt haben, dass es sich um vermummte Gestalten handelte, also um... Sie waren anthropomorph, also sie waren menschlich. Man konnte sie jetzt nicht als etwas anderes ansprechen, wie zum Beispiel diesen Affenmann von Neu-Delhi. Sie waren vermummt, einschließlich der Gesichter, und vollführten ebenfalls diese unglaublich großen Sprünge, die als unmöglich empfunden wurden, aufgrund ihrer Höhe, aufgrund ihrer Weite. In einigen Berichten kommen auch tatsächlich diese Sprungfedern zur Sprache. Ein äußerst bizarres Element eigentlich. Also ich glaube, der Affenmann von Neu-Delhi ist an Bizarrheit überhaupt nicht zu übertreffen, aber die Sprungmänner, die Hüpfemänner haben dieses Element auch aufgewiesen und stehen sozusagen in einer Tradition, wenn man das so sagen möchte. Ist nicht ganz korrekt, kommen wir nachher in der Analyse mal ein bisschen drauf zu sprechen. Das Ganze fand statt in den Jahren 1950-51. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sich das noch ein bisschen ausgedehnt hatte zeitlich, vielleicht sogar bis 1955. Und wir befinden uns geografisch in Mitteldeutschland und da tatsächlich die volle Breite in Sachsen und in Thüringen, also von der Grenze zu Bayern hin, von der sächsisch-bayerischen Grenze bis in die Lausitz, also ein sehr großer geografischer Raum, was für die Deutung nicht ganz unerheblich ist. Wir bleiben jetzt erstmal ganz allgemein bei diesem Bild. Ich glaube, Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen, wie ungefähr dieses Phänomen dieser springenden Phantome, so nennen wir es ab und zu, oder technischen Phantome, weil sie so ein paar technische Applikationen haben, wie zum Beispiel diese Sprungfedern, wie sich das dargestellt hat, und gehen jetzt mal auf die Auseinandersetzung bzw. auf die Rezeption der Hüpfemänner in Literatur ein. Und das übernimmt André wieder. Genau. Ja, wie wir schon erwähnt haben, es gibt sehr, sehr wenig Material über diese Hüpfemänner. Und eine der wenigen offiziellen Geschichten sind die sogenannten Gespensterprozesse von Ronneburg 1952. Und zwar ist es so, das haben uns auch Zeuginnen vor Ort bestätigt, dass die Ausmaße dieser Überfälle so immens waren, dass Frauen sich nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen wagten. Es mussten Fahrgemeinschaften gebildet werden, in denen die Männer die Frauen direkt zur Arbeit fuhren. Sie blieben teilweise auch fern. Das war natürlich dem damaligen Regime ein Dorn im Auge, und aufgrund von Betriebsstörungen ordnete die SED seinerzeit Untersuchungen an. Und in der Stadt Ronneburg, die ist ein bisschen südlich von Gera gelegen, da gab es dann so eine Gruppe von Jugendlichen, die hingen ein bisschen in der Stadt ab, die tranken Alkohol, die hörten Rockmusik, so überhaupt nicht ins Parteibild passende junge Männer, und die wurden dann verhaftet, und zwar am 25.11.1951, und wurden bezichtigt, sie würden als Gespenster verkleidet für Unruhe sorgen, und in Wahrheit seien das westliche Agenten. Also der Westen habe diese jungen Leute beauftragt, Unruhe zu stiften und das DDR-Regime irgendwie ins Wanken zu bringen, indem sie als Gespenster verkleidet dort ihr Unwesen treiben. Und nach, wie es in den Polizeiakten heißt, die wir einsehen konnten, gestanden sie nach langen und hartnäckigen Leugnen dann, dass sie es gewesen wären. 2005 hat Baldur Haas, das ist ein Volksrechtler, der sich für die geschädigten Menschen der DDR einsetzte, ein Interview geführt mit einem dieser Jugendlichen, dieser angeblichen Gespenster, Roland Liebut, der noch lebt. Und er hat geschildert, dass er massivster Polizeigewalt ausgesetzt wurde, er und seine Freunde. Sie wurden also gefoltert, wurden wirklich körperlich schwer zugerichtet und haben unter diesem Druck nur zugegeben, dass sie irgendwie verkleidet gewesen wären. Das ist natürlich alles Quatsch. Allerdings gibt es ein paar literarische Hinweise. Günter Rathke, das war ein Gerer Polizist, der hat ein paar Kriminalromane veröffentlicht. Wir sehen hier auch ein Bild, genau, Gespensterjagd. Und er hat dieses Szenario aufgegriffen. Also er schreibt dann auch über diese Hüpfemänner in einem fiktiven Roman. Und auch da sind es dann westliche Agenten, die die DDR destabilisieren sollten. Es gibt außerdem so ein paar autobiografische Bezüge. Wir sehen dann auch ein Beispiel von Jürgen Bernd Bertli. Das Buch Spiralhopser, das sind so einige Erzählungen, autobiografisch, ein bisschen fiktiv
ja, angehaucht, in dem er auch von diesen Spiralhopstern einer traumartigen Szenario beschreibt, wie sie mit riesigen Sprüngen übers Feld sprangen und er in ein Gespräch mit seiner, ich glaube, Großmutter gerät. Dann haben wir einen Sprung. Und zwar gibt es dieses Buch Sagen und Legenden aus Sachsen von Dietrich Kühn, der dann im Nachwort ein bisschen über moderne Sagenbildung spricht und erwähnt so am Rande diese Hüpfemänner. Einem Kollegen von uns hat bei ihm nachgefragt und er sagte, ja, das war eine rein oral tradierte Legende, also niemand hat jemals diese Hüpfemänner wirklich gesehen, das hat man sich einfach erzählt. Und dann auf einen ähnlichen Zug sind dann später der jener Sagenforscher Rainer Hoberg aufgesprungen, der sich mit diesem Thema sehr intensiv befasst hat, der ein großes Radio-Feature 2017 dazu veröffentlichte, in dem er zumindest auch anklingen lässt, dass diese ganze Episode um diese Hüpfemänner, um diese Spiralhopser eigentlich mehr ein oral, ein sprachlich tradiertes Phänomen sei und gar nicht wirklich stattfand als konkretes Ereignis. Sein Kollege, der Kulturanthropologe Petr Janicek aus der Tschechien, schlägt einen ähnlichen Tenor ein, wenn es um den Pirak geht, der in Prag in den 40er Jahren sein Unwesen trieb. Auch er sagt, das hat eigentlich nie jemand wirklich erlebt, das wäre einfach nur Erzählung gewesen seiner Zeit. Er widerspricht sich ein bisschen der Literatur, weil er selbst ein paar Beispiele anführt von Augenzeugen, aber er sagt, nein, das gab es eigentlich gar nicht. Genau, und in diesem Zuge haben wir dann angesetzt, in diesem Punkt. Genau, wir sind natürlich hellhörig geworden aufgrund der Ähnlichkeiten mit diesen anderen springenden Phantomen aus verschiedensten Geografien und Zeiträumen und haben uns die Frage gestellt, wenn das aus den 1950er, 51er Jahren berichtet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit ja gegeben, dass wir noch Gewehrsleute finden. Also haben wir eine Feldforschung, kann man wirklich so sagen, betrieben und wir sind folgendermaßen vorgegangen. Wir haben uns zuerst gedacht, das werden ja Menschen sein, die sich jetzt in den 70ern, wahrscheinlich aber eher in den 80ern befinden. Wo trifft man diese Menschen an? In Seniorenheimen. Also haben wir einen Aufruf an die Seniorenheime in Gera, und dort gibt es verdammt viele, erstellt und leider mit sehr mäßigem Erfolg. Wir hatten ein bisschen Schützenhilfe dabei von der GFA, von der Gesellschaft für Anomalistik. Aber wenn man sich die Situation der Pflege vor Augen führt, dann war das vielleicht schon ein bisschen absehbar, dass wir da keine Unterstützung bekamen. Wir hatten also keinen Zugang zu alten Menschen in Seniorenheimen. Wir haben aber auch die Presse in Gera informiert, dass wir zu einem bestimmten Zeitraum in Gera vor Ort sein werden. Und da war eine Redakteurin, die uns sehr gut unterstützt hat. Und zwar kam dieser Artikel zustande am 17.07.2019. Und daraufhin, und ich denke, das war kurze Zeit nach Erscheinen der Zeitung, wenige Stunden später klingelten schon die Telefone und wir hatten da Glück und haben eine ganze Reihe, also vielleicht ein gutes Dutzend, sage ich mal, was aber unsere Erwartungen schon sehr übertroffen hatte, erhalten, also ein gutes Dutzend Rückmeldungen, teils telefonisch, teils aber auch persönliche Treffen. Und wir haben aber auch ein bisschen den Zufall spielen lassen. Wir haben zum Beispiel an so einem Ort, das war ein kleiner Spielplatz, da sind zwei Bänke und da waren oft alte Herrschaften, die sich von den Einkäufen ausruhten und noch ein bisschen unterhielten. Und da haben wir uns einfach in die Gespräche mit eingeklinkt und sind dann so ganz elegant auf die Hüpfemänner zu sprechen gekommen. Und auch da hatten wir den einen oder anderen Erfolg und erhielten darüber Erlebniserzählungen aus erster Hand. Und das war das, was unsere Erwartungen übertroffen hatte. Und da zeigen wir jetzt mal welche. Sie sind nicht im Originalwortlaut, weil wir nicht Tonaufnahmen gemacht haben, aber wir haben sie inhaltlich wiedergegeben. Hier haben wir eine ältere Dame gehabt, die uns erzählte, also die Interviewpartnerin berichtet von einer Begegnung mit einem Springer. Sie nannte diese Hüpfemänner Springer in den späten 1940er Jahren am Friedhof in Gera-Roschütz. Lustigerweise waren wir dort einquartiert in Roschütz. Die schwarz vermummte Gestalt, die auch ihr Gesicht mit einer Kappe oder einer Mütze verhüllt hatte, sprang in großen Sätzen wie ein Reh auf die Frau zu, ohne sie körperlich anzugreifen. Die Gestalt soll Sprungfedern unter den Schuhen gehabt haben. Es kam zu einem Polizeieinsatz, der aber ergebnislos verlief, da sich die schwarz gekleideten Springer laut der Befragten wie Murmeltiere, das waren ihre Worte, in dunklen Ecken verbergen konnten. Die Befragte gibt an, dass Fälle dieser Art in den Randbereichen von Gera häufig vorkamen, insbesondere auf oder bei Friedhöfen. Es sollen sich auch Frauen unter den Springern befunden haben. Das war das einzige Mal, dass wir von Hüpfe-Frauen hörten. Aber in der Regel sind es Männer. Genau, ein weiterer Fall, wir haben sie hier anonymisiert, Carla B. genannt, Jahrgang 1939,
berichtete uns von einer Begegnung mit einer hüpfenden Gestalt, als sie mit ihrer Mutter abends gegen 21 Uhr über die Ostilecki-Straße ging. Damals hieß die Straße anders. Und Frau B. war etwa 12 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und auf der anderen Straßenseite kam ihnen da etwas entgegen, das mit großen Sprüngen sich fortbewegte, offenbar mit Spiralen unter den Füßen. Und Frau B. erinnert sich an dieses metallische Klacken, dass immer, wenn dieses Wesen auf den Boden auftrag, klackte es so metallisch, als es auf sie zusprangen. Es hatte eine dunkle Maske, ein phosphorizierendes Gerippe, wie wir es auch von Springfield Jack aus dem viktorianischen England kennen. Und die Mutter griff ihre Tochter panisch am Handgelenk und sie flohen, sie rannten einfach davon. Das war eine sehr eindrückliche Begegnung mit dieser Dame. Das war, glaube ich, die Dame in der Innenstadt, die sich da mit uns verabredet hat. Sie kam, sie erzählte uns die Geschichte, atmete einmal durch. Oh, das war richtig gut, das mal einmal ausgesprochen, einmal jemandem erzählt zu haben. Und dann ging sie wieder. Also es war wirklich für sie einfach nur eine Erleichterung, uns einmal diese Geschichte zu erzählen, die sie offensichtlich nie jemandem erzählt hat. Vielleicht noch eine, sonst müssen wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Hier haben wir einen, der uns telefonisch kontaktierte, ein Walter S. aus Schmölln, Jahrgang 51, der etwas erzählte aus den Jahren 55, 56. Also wie gesagt, das Phänomen hat sich vielleicht noch viel weiter zeitlich erstreckt. Herr S. beobachtete im Jahr 1955 oder 56 als Kind von 4 oder 5 Jahren durch das Fenster des elterlichen Hauses von mehreren Gestalten vor der Friedhofskirche und dem davor befindlichen Totenhäuschen in Schmölln. Die Gestalten waren dunkel gekleidet, hatten schreckliche Gesichter. Herr S. ist sich nicht sicher, ob eine Art Beleuchtung mit im Spiel war, also ob die Taschenlampen oder irgendwelche Lichtquellen dabei hatten, diese Gestalten. Die Gestalten vollführten hohe Sprünge von 2 Meter in hohen Bögen, die nach Herrn S. kein Mensch hätte ausführen können. Und der Herr S. hat die Gestalten 2 oder 3 Mal gesehen und fragt sich, ob die Sprünge mit Hilfe von Schnüren bewerkstelligt wurden oder ob es sich gar nicht um Menschen, sondern um Außerirdische gehandelt haben könnte. Also man sieht darin, wie befremdlich diese Hüpfemänner gewirkt haben. Also man hat natürlich naheliegend den Gedanken, das waren Menschen, die sich maskiert haben und die Leute erschrocken und tyrannisiert haben. Das ist der naheliegendste Gedanke, aber es gibt anormale Momente in diesen Erzählungen. Und da würde ich sagen, überspringen wir jetzt die nächste Folie, um in der Zeit zu bleiben und gehen mal so ein bisschen in die Analyse. Vielleicht noch hier so Impressionen, das war jetzt dieser Friedhof da in Roschwitz. Das war der erste Fall. Bei Nacht wirkt das natürlich immer noch recht schaurig. Das sind Randbereiche von Gera. Gehen wir mal ein bisschen in die Analyse. Also wir haben einen Datensatz, der ist natürlich noch nicht so groß. Immerhin haben wir wesentlich mehr erheben können als der Rainer Hoberg. Erzählungen erster Hand. Und das stellt sich dann so dar. Also die Hüpfemänner tauchten doch in der Regel eher in den städtischen Randgebieten oder im ländlichen Raum auf und da vorzugsweise offenbar an Friedhöfen. Ganz eindeutig ein Phänomen der Dunkelheit, abends oder nachts. Wir können unterscheiden einmal zwischen hell gekleideten und dunkel gekleideten. Das ist jetzt eine triviale Einteilung, aber sie war eben irgendwie offenbar. Schwarze, also dunkle, verhüllende Kleidung, Mäntel und Umhänge, die da im Spiel sind. Und darunter dieses bereits erwähnte phosphorisierende Gerippe, dass die also ihre Mäntel zurückschlug und darunter dieses Gerippe zeigten. Im Zusammenhang mit den schwarzen Gestalten werden dann hin und wieder auch diese Sprungfedern und Spiralen genannt unter den Füßen, die gesehen oder gehört wurden. In seltenen Fällen sind diese schwarzen Hüpfemänner übergriffig geworden. Da sind also zum Beispiel Kratzer im Gesicht, da wurden den Opfern die Haare zerzaust, aber in der Regel blieben die auf Distanz und hatten nur den Schreck im Sinne. Und die eher dunkleren Hüpfemänner, also die schwarzen, die wurden von normaler Körpergröße bezeichnet. Da beschrieben. Bei den eher weiß verhüllten sieht es ein bisschen ein klein wenig anders aus, aber nicht viel. Wir haben auch da verhüllende Gewänder, eben in weißer Farbe. Sie wirken dann infolge auch dieser hohen Sprünge manchmal wie feenhaft, so wurde es beschrieben. Es kommen in der Regel keine Übergriffe zustande und sie werden auch zum Teil größer als die normale menschliche Körpergröße beschrieben. Hüpfemänner treten entweder einzeln oder zu mehreren auf. Was bei den Vorgängerphantomen lediglich in St. Petersburg der Fall war, dass die dort zu mehreren auftraten. In der Regel wirken sie oder erscheinen sie auf die Opfer männlich. Nur wie gesagt, in einem einzigen Fall war von Frauen die Rede, aber auch nicht aus erster Hand, sondern eher so vom Hörensagen. Das Gesicht ist prinzipiell nicht zu erkennen. Es ist entweder vermummt, also verdeckt,
Es wird oder ganz unbestimmt als schreckliches Gesicht bezeichnet oder es wird als ein glühendes Gesicht bezeichnet, das auf irgendeine Art und Weise bewerkstelligt wird, dass es glüht, dass es leuchtet. Immer ist irgendwie ein bisschen Licht im Spiel. Sie glühen oder sie leuchten oder bestimmte Körperpartien leuchten nur. Ganz charakteristisch natürlich, weil es namengebend ist, diese hohen, weiten Sprünge, die unmöglich erscheinen. Es wird gesagt, sie haben sind halb geflogen, was eigentlich gar nicht sein kann, mit Sprungfedern. Und ganz auffällig auch ein plötzliches Auftreten, ein plötzliches Verschwinden, wie aus dem Nichts zum Teil. Und ihre Agenda schien nichts anderes zu sein, als Menschen zu erschrecken. Also wir erinnern uns vielleicht an die Horrorclowns 2016, die allerdings auch ihre Vorläufer hatten. Da gab es bereits eine Episode im Jahr 1981, die ist nicht so bekannt, aber 2016 werden sich bestimmt viele noch erinnern. Okay, machen wir die nächste. Jetzt haben wir eben schon gesagt, die naheliegendste Arbeitshypothese ist natürlich, dass es Menschen hinter Masken waren. Da stellen sich aber dann doch einige Fragen. Wir haben hier einen sehr, sehr großen geografischen Raum, von der bayerisch-sächsischen Grenze bis in die Lausitz, also bis ganz in den Osten. Wir haben hier einen sehr langen Zeitraum, von mindestens 2 Jahren, wahrscheinlich aber 3 oder 4 Jahre, vielleicht sogar noch mehr. Wir haben in dieser Zeit, wir bewegen uns im Jahr 1951, 50 ungefähr, natürlich nicht die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, dass zum Beispiel eine Gruppe von Personen, die gleichartig auftritt, nach gleichem Muster, sich schnell kommunizieren könnte, wie sie das machen und wo sie sich gerade befinden und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ganz rigide Sicherheitsapparate gehabt bereits. Also die Stasi hatte sich am 8. Februar 1950 gegründet. Es gab aber diverse Vorläufer bereits von der Sowjetregierung, also von der Besatzungsmacht. Da gab es verschiedenste Polizeiapparate, Sicherheitsdienste und so weiter. Und dann ab 1950 dann die Stasi. Natürlich gab es auch noch eine Polizei und die Besatzungsmacht war auch noch zugegen. Also ein nicht ganz so leichtes Pflaster für solche Menschen mit so einer Agenda. Es sind nie welche gefasst worden, das ist, glaube ich, bemerkenswert. Nicht mal von Normalbürgern, die vielleicht mal Hüpfemänner, wenn sich da welche auf der Straße zeigten, dass da einer niedergeschlagen wurde. Das ist übrigens ein Unterschied zu den Horrorclowns. Da gab es Fälle, da wurde dann jemandem die Maske abgerissen und so weiter. Das ist bei den Hüpfemännern nie der Fall gewesen. Es hat sich in den Jahrzehnten danach bis heute nie jemand dazu bekannt. Ich war einer von denen. Wir haben uns einen Spaß daraus gemacht oder hatten einen Auftrag. Das hat es nicht gegeben, das gibt es nicht. Und das ist eben die Anomalie, es gibt unmögliche Aktionen. Allen voran dieses Springen in unglaublich hohen Bögen, was technisch unmöglich ist. Es gibt ein Kinderspielzeug, das nennt sich auch tatsächlich Springy Jacks. Genau, das sind Schuhe, so ähnlich wie Rollschuhe, nur eben mit Spiralen, mit denen man hüpfen soll. Führt, glaube ich, nur zu umgeknickten Gelenken, Fußgelenken und mehr als ein paar Zentimeter ist da nicht drin. Auf keinen Fall Sprünge von über 1 Meter oder gar 2 Meter. Genau. Die 60er Jahren erschienen, ich habe mir so ein paar Mal gekauft für viel Geld, so ein historisches Pärchen. Das ist ideal, um sich die Knöchel zu brechen, aber nicht um spektakuläre Sprünge zu vollziehen. Keine Chance. Also mit anderen Worten, wenn wir die Frage stellen, was waren die Hüpfemänner, ist, wenn man diese Punkte in Betracht zieht, die Antwort, Menschen hinter Masken, gar nicht mehr so naheliegend. Und trotzdem, da ist dieses anomale Moment und wir haben diese historischen Vorläufer zum Teil oder auch Nachläufer wie den Affenmenschen. Wir haben uns die Frage gestellt, genau, vielleicht noch ganz kurz, gibt es denn hier Vorgänger? Der Lars hatte eben auf die Sagen rekurriert. Finden wir denn hier in der Sagenlandschaft Hinweise auf die Hüpfemänner? Ich glaube, in Anbetracht der Zeit mache ich jetzt nur die erste und die letzte. Ich mache mal hier, also eine Sage, wir sind jetzt hier bei einer Sage, aus Magdala kommt, ganz in der Nähe von Jena. Da haben wir einen springenden Teufel, immerhin, kommt aber auch unglaublich selten vor. Ich habe Kulturanthropologie studiert mit Schwerpunkt Sagen- und Märchenforschung und da sind springende Teufel relativ selten. Hier haben wir einen seltenen Fall, lustigerweise in der Nähe zumindest von diesem Gebiet, wo ein Teufel über ein Tal gehopst sein soll und dieses Tal sogar dann so den Namen bekommen hat, es sei das Hupftal. Kannst du noch die zweite machen vielleicht? Hier habe ich jetzt einen aus meiner Heimat, also aus dem Rheinland. Der alte Maus, also ein Name von Birlinghofen, ist eins von Reit nach Niederkassel gegangen.
da hat er einen Mann ohne Kopf gesehen. Das ist ein Stationsweg und der Mann ohne Kopf hätte lauter, das heißt im Rheinischen immer, der hätte immer zickzack über den Weg gesprungen oder wäre zickzack über den Weg gesprungen. Einen schweren Körper hätte er gehabt, aber keine Beine. Und als Kopf wäre etwas gewesen wie ein blecherner Eimer, ein Helm könnte man vielleicht sagen. Wie ein Eimer hätte das ausgesehen. Das ist auf derselben Stelle auch in Mondorf passiert. Und im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, hat es auch einst in der Zeitung gestanden. Vielleicht nochmal die nächste, weil es so schön ist irgendwie. Eine Sagengestalt in Deutschland, die Tradition hat, ist der sogenannte Feuermann oder glühende Mann. Ein Schneider aus Hürtgen, also jetzt sind wir in der Eifel, hatte in Großhau gearbeitet und machte sich spät abends auf den Heimweg. Bei Hürtgen stand an dem Bach plötzlich ein Feuermann vor ihm, dessen glühende Rippen man zählen konnte. Wie angewurzelt stand er bei diesem Anblick da. Ein Augenblick war vergangen, da sah der Schneider den Geist auch schon davon huschen und mit Windeseile eine weite Strecke zu durchmessen. Es wird leider nicht Springen erwähnt. Und vielleicht jetzt die letzte. Ja, wir sind schon ein bisschen drüber. Aber ich weiß, wir sind drüber, es ist definitiv die letzte Folie. Super. Vielen Dank, Martin. Okay, und hier sind einige Elemente der Hüpfemänner drin enthalten. Auch das ist wieder eine Sage aus der Eifel, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ein Schlagsteiner verließ spät abends mit der Karre sein Haus, um morgens früh in Wenau zu sein, wo er Kalk holen wollte. In dem Hohlwege zwischen Bergheim und Kufferath stand plötzlich eine schwarze Gestalt vor ihm. Er grüßte freundlich und sprach sie an, er erhielt aber keine Antwort. Auf ein derbes Wort des Fuhrmannes hin schlug die Gestalt etwas wie einen Mantel zurück, Und was er da sah, das machte ihm die Haare zu Berge stehen, dass sich die Kappe lüftete. Er sah ein glühendes Menschengerippe aus dem Feuer hervorquoll und aus dessen Mund Funken sprühten. Darauf setzte sich der Glühende hinten aufs Karrenscheid und der Fuhrmann fuhr voller Entsetzen seines Weges drauf los. Erst beim Morgengrauen verließ der Geist die Karre. Zu seinem Erstaunen merkte der Fuhrmann, dass er nicht weit gekommen war. Also noch ein bisschen Zeitanomalie steckt auch noch drin, dass er nicht weit gekommen war. Und sich vor Lendersdorf befand. Er ist also gar nicht so weit gekommen, aus irgendwelchem Grund. Jetzt sah er auch, dass die Karre, wo der Glühende gesessen hatte, schwarz versenkt war. Er war sich nun bewusst, dass das Erlebte Wirklichkeit und nicht Einbildung war. Also wir sehen, es gibt einzelne Elemente der Hüpfemänner durchaus in der deutschen Sagenwelt. Aber den Hüpfemann als Gestalt, wie wir ihn jetzt angetroffen haben in Mitteldeutschland, nur in dieser Zeitschicht oder Spring Hill Jack etc., die gibt es offenbar nicht. Also man kann nicht von einer Gestalt sprechen, die wirklich eine Tradition hat. Und wir befinden uns in ganz unterschiedlichen Zeitschichten, auf ganz unterschiedlichen Kontinenten und Kulturkreisen. Ist es also nicht leicht zu beantworten, warum eine sehr ähnliche Gestalt an unterschiedlichsten Orten zu unterschiedlichsten Zeiten gesehen wird. Das vielleicht als Resümee. Genau. Ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viel zu erzählen dazu. Wir haben auch noch ganz, ganz viel vor. Wir planen jetzt gerade die nächste Feldforschungsreise, um da auch wieder in Hoffnung mit Menschen zu sprechen. Genau, aber ich würde sagen, wir vertagen den Rest vielleicht auf eine Frage- und Antwortrunde oder später auf private Gespräche zusammenkommen und schließen an dieser Stelle erst einmal. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.